Ja, ich denke auch. Die Ausstellung um meinen Vater ist so gut dokumentiert und gekennzeichnet, dass man also von den Filmaufnahmen, von den Texten so ziemlich alles mitbekommt, was sein Leben ausmacht. Aber extra für euch jetzt habe ich etwas anderes, etwas aus der Reihe. Und es ist schön, dass wir ein Exponat hier haben, das am nächsten Samstag nicht mehr da wäre. Es handelt sich um die Original-Rennmaschine meines Vaters aus dem Jahre 1937, eine DKW UL500. Es gibt ein Exemplar weltweit. Und dieser Tosso, im Moment ist es noch ein Tosso, steht da hinten, ohne fix und fertig montiert, weil der Besitzer hat diese Maschine auf den abenteuerlichsten Wegen irgendwo im Osten ausgegraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Erkennbar war letztendlich eine Delle im Kotflügel, wo mein Vater 1938 bei einem Rennen in der Schweiz über Straßenbahnschienen fahren musste. Und da hat die Gabel so durchgeschlagen, dass heute noch diese Delle im vorderen Kotflügel drin ist. Und er hat schon gewusst, das ist die Maschine von Wilhelm Hertz, aber hundertprozentig hat dann erst die Delle ergeben, dass er jetzt im Besitz dieser Maschine ist. Es ist schön, dass ihr die Maschine sehen könnt, weil es gibt da Dinge, das wisst ihr selbst, die will man gar nicht glauben. Und doch wird es eines Tages wahr, dass so etwas noch passiert, dass man nach so vielen Jahren eine Maschine noch irgendwo auftreibt, von der man weiß, wem sie gehört hat. Mein Vater wurde mit dieser Maschine 38 deutscher Meister in der Halbliederklasse. Und zwar als Privatfahrer, das gab eine Extrawertung damals. Und in der Gesamtmeisterschaft war er Vierter hinter Schorsch Meyer, Miguel Graus, Karl Gall und dann kam Wilhelm Hertz. Und die BMW-Leute haben ja damals eine eigene Liga gefahren. Also das war ein Wort, das beste Jahr von seiner DKW-Zeit.